So, Kleinanzeigen. Short, zu teuer, Reseller. Was ist das? Ja, genau. Ach, viel zu teuer. Hier findest du doch nie was, nichts. Oh, was ist das? Wow. Wenn das nicht eure Schnappergeschichten sind. What is up, YouTube? Und seid herzlichst willkommen zur allerersten Folge von Schnappergeschichten aus der Community. Ja, wohl ja. Ich hatte euch bei Instagram und auch hier bei YouTube im Community-Tab gefragt, hey, habt ihr nicht Bock, eure Schnapper der Woche mal, ja, mal zu sharen, mal preiszugeben, dass ich die hier vorstellen kann und wir alle uns dran erfreuen können. Und ganz ehrlich, mit so einer Resonanz hätte ich nicht gerechnet. Mein Postfach ist quasi überfüllt gewesen mit den Schnapperiten. Das war der helle Wahnsinn. Und ich habe mir jetzt ein paar rausgesucht, die ich euch heute vorstellen möchte. Aber hey, das soll nicht die letzte Folge der Schnappergeschichten sein. Wenn ihr also Schnapper habt, die auch gerne hier einmal mit der Community teilen wollt, immer her damit, lars@superlario.de. Und hey, vielleicht seid ihr schon bei den nächsten Schnappergeschichten dabei. Ich brauche heute ein kleines Skript, einen kleinen Spickzettel, denn hey, diese ganzen echt abgefahrenen Stories konnte ich mir echt nicht merken. Ich möchte anfangen mit dem lieben Christian. Christian hat mich tatsächlich auf diese Idee gebracht. Der hatte mich vor ein paar Wochen bei Insta angeschrieben und meint, hey Lars, hast du nicht Bock, irgendwie so ein Community-Ding daraus zu machen, um einfach mal die Leute ihre Schnapper vorstellen zu lassen? Und ich habe gesagt, hey, coole Idee, und hier sind wir auch schon. Und ganz uneigennützig hatte Christian natürlich selber einen Schnapper und ganz ehrlich, total cool. Christian hat nämlich eine PSP bekommen mit OVP und allem, was dazugehört, und 7 Spielen für ganze 110 Euro. Und ihr mögt jetzt sagen, ja mei, das klingt jetzt nicht so special, so toll, aber guckt euch das hier mal an. Habt ihr diese OVP schon mal gesehen? Ich war total baff, ich wusste nicht, dass es so eine GTA-Version überhaupt gibt, musste da ein bisschen recherchieren hin und her. Ich habe das Ding dann in UK gefunden, und zwar als Box-Only für 80 britische Pfund, und in komplett war es da gelistet für rund 300 britische Pfund. Total skurril, wie gesagt, ich habe das Ding noch nie gesehen, habe dann weiter bei eBay geguckt, Christian hat auch geguckt, wir haben so ein bisschen hin und her geschrieben und am Ende haben wir doch ein Angebot gefunden. In Deutschland wird genau diese Edition auch angeboten für 265 Euro. Damit, Christian, mit 110 Euro für das gesamte Paket, klasse Schnapper. Ich meine, 7 Spiele waren auch noch dabei, richtig cool, nice. Weiter geht's mit Ina aus Kiel. Und Ina, das muss man wissen, ist ein ganz großer The Last of Us Fan. Und so schaut sie immer mal wieder nach speziellen Last of Us Dingen. So zum Beispiel auch nach dem Rucksack von Ellie. Noch nie vorher gesehen? Nee, hatte ich auch nicht. Das Ding gibt es bei Etsy aus Peru. Ja, da fertigt das jemand von Hand in Peru und verkauft es dann und verschickt es in Summe 150 Euro, also mit Porto dann, kannst du diesen Rucksack bei uns kaufen. Crazy, aber das Ding sieht ja wohl mega aus. Und ja, die liebe Ina, die hat das Ding dann gefunden, und zwar bei eBay in einer Auktion. Und haltet euch fest, das war ein richtiger Schnapper. Sie hat 43,45 Euro für diesen wirklich einzigartigen, coolen Ellie-Rucksack bezahlt. Und ja, ich kannte den nicht und ist halt eine Handarbeit über Etsy in Peru. Aber geiles Teil und vor allen Dingen für den Kurs. Aber die Ina hatte noch mehr auf Lager. Und das nächste ist ein richtig cooler Deal. Es gehört so ein bisschen in die Kategorie versteckte Schnapper. Du bekommst mehr, als was du eigentlich erwartet hast. Und so hat Ina bei eBay das hier dargestellte, dieses Last of Us Merchandise aus der Collectors Edition, in einer Auktion gewonnen. Bezahlt hat sie 31,50 Euro. Was okay ist für das, was da dargestellt ist. Aber sie hat dann geschrieben, Mensch, der Postbote kam, und total crazy, der hatte 2 Pakete dabei. Und ihr habt es wahrscheinlich schon erraten, das Dargestellte war da. Und in dem zweiten Paket war die Ellie-Figur aus der Collectors Edition mit der Gitarre. Das Ding kostet ja allein um die 160 Euro derzeit bei eBay. Und hey, für 31,50 Euro, Ina, wow, richtig geiler Deal, klasse Figur, sieht auch schön aus bei dir im Regal. Glückwunsch zu diesem richtig krassen Schnapper.
Weiter geht's mit Kevin. Kevin und dem Super Nintendo. Kevin hat mir geschrieben, Mensch, er war unterwegs auf dem Flohmarkt und, das hört man nicht mehr alle Tage, ne, einen Super Nintendo in OVP auf einem Flohmarkt gefunden. Dabei waren noch zwei Spiele, jetzt kein, was weiß ich, für ein seltenes Spiel, ist auch egal. Er hat für das Set in, er schreibt selber, in einem Okay-Zustand 90 Euro bezahlt. Ich habe erst gedacht, ja, das ist okay. Hab dann noch mal ein bisschen bei eBay geguckt. Das More Fun Set ist ja tatsächlich ziemlich teuer, das wusste ich nicht. Und damit, ich meine, sowieso schon mal ein klasse Fund, ein SNES in OVP auf dem Flohmarkt, habe ich selber, glaube ich, ja, ich glaube noch nie gesehen. Das ist selten und richtig cool für 90 Euro in einem Okay-Zustand. Finde ich klasse. Cooler Retro-Deal. Big in Japan. Großartiger Song und noch viel großartiger ist, dass Igor sich gemeldet hat. Der liebe Igor, der wohnt nämlich derzeit in, ihr habt's erraten, in Japan. Und ja, dass er da krasse Videogames findet, das kann man sich ja fast schon denken. Ich meine, hey, das ist Japan. Und so schreibt er. Ich lebe zurzeit in Japan, daher bin ich im Sammlerparadies. Jawohl, ja. Mein letzter Fund war in einer Gebrauchtwarenkette namens Book Off. Habe ich selber noch nie gehört. Er sagt, es ist recht groß und populär und für Touristen ein absoluter Geheimtipp, weil es da doch echt günstiger ist als in diesen ganzen, ja, in diesen ganzen Standardvierteln, wo man sonst seine Videogames in Japan scheinbar einkauft. Ich habe das selber noch nie gemacht. Wenn ihr das schon mal gemacht habt, habt ihr schon mal in Japan geshoppt? Lasst uns da unten gerne mal weiter diskutieren. Aber zurück zu Igor. Igor hat hier einiges an richtig coolen OVP-Sachen zusammengebracht. Ich blende euch das hier alles mal nach und nach ein und sagt, hey, am Ende habe ich für diese ganzen Spiele rund 2500 Yen bezahlt. Und hey, 2500 Yen, was bedeutet das überhaupt? Ich sag's euch, das sind knapp 20 Euro. Da kann ein deutscher Sammler natürlich nur von träumen. 20 Euro für all diese Games in OVP, voll cool. Er schreibt weiterhin, dass er die Spiele auch auf seinem YouTube-Channel vorgestellt hat. Ich verlinke euch Igors Channel natürlich total gern. Da unten in der Beschreibung geht's nach Japan. Der Marcel und, ja, wir nennen die Geschichte der Marcel und das teure PlayStation 1 Spiel. Es ist eine schöne Geschichte. Marcel schreibt, ich hatte mal wieder Kleinanzeigen durchforstet und ein Silent Hill für die PS1 gefunden. Der Verkäufer hatte 13 Euro VB angegeben. Was? Hab natürlich sofort geschrieben, er hat sich dann ohne Nachfrage meinerseits selbst auf 11 Euro runtergehandelt. Das muss man erstmal haben, dass der Händler sich selber runterhandelt. Cool Stuff oder der Verkäufer vielmehr. Anbei die zwei Bilder blende ich euch hier ein. Super freundlicher Verkäufer und glaube einfach, er hat den Preis vorher nicht verglichen. Ja, das ist ja meistens so. Später hat er die Anzeige dann noch angepasst, weil scheinbar haben ihn sehr viele Leute angeschrieben. Ja, das kann ich mir bei einem Silent Hill für die PS1 für 13 Euro beziehungsweise selber auf 11 Euro dann runtergehandelt. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Cooler Kurs, Marcel. 13 Euro beziehungsweise 11 Euro für ein Silent Hill 1. Das ist schon krass. Weiter geht's mit Sophie. Und Sophie hat mir eine Mail geschrieben. Da habe ich mir gedacht, mein Gott, Sophie ist auf Shopping-Tour. Sophie ist die Shopping-Queen. Ja, total crazy, sehr schön detailliert aufgeschrieben. Und ich lese das hier mal runter. Ein paar richtig coole Deals, hauptsächlich aber aus dem Handel. Ne? Weil da kann man oftmals auch richtig schön Sachen abgreifen, gerade wenn Sachen mal aus dem Sortiment genommen werden. Ich fange mal an. Das Sniper Clips und SteamWorld hat sie beim Ausverkauf eines Elektrohändlers ergattern können. Und ja, SteamWorld für 5 Euro ist tatsächlich ein Highlight. Dann das Zelda Game & Watch war im Trierer Saturn als B-Ware, aber war neu. Und es war eins von vielen Produkten, die sollten aber alle 10 Euro mehr kosten. Und da hat sie natürlich genau das Game & Watch Teil mitgenommen. Cooler Kurs, mega. Weiter geht's, jo, Fire Emblem, das hat sie auf eBay ersteigert. Und jo, das ist ein ganz schön üppiger Preis. Aber ganz ehrlich, einiges unter dem, was es heute kostet. Da hat sie völlig recht. Fire Emblem für ein Gamecube, mega Game und richtig krass teuer und ein richtig guter Preis, den du da erzielt hast. Dann das Ring Fit Adventure hat sie zum Release bei Amazon bestellt. Und dort gab es das für 56 Euro. Total krass, weil überall sonst ist das Ding für 70 oder auch über 70 verkauft worden. Ich glaube, es war dann auch mal zu Corona-Zeiten ausverkauft, weil die Leute ja alle zu Hause Sport machen wollten und dann halt Ringfit haben wollten und. Wie dem auch sei,
56 Euro für ein Ringfit ist ein ziemlich cooler Kurs, Sophie. Hast schon durchgespielt. Ich habe es selber ja ganz ehrlich auch mal probiert. Ich bin aber nicht wirklich über Level 3, 4 hinausgekommen. Das wurde ja tatsächlich irgendwann echt anstrengend. Ich finde es von Nintendo auch mal wieder eine richtig coole Idee, wie damals auch, ne? Das Remotion-Zeug und das Ganze wirklich mittendrin im Spiel. Und Ringfit ist da eine weitere sehr coole, jo, Innovation. Ansonsten, und da kann ich nicht viel mit anfangen, ne, hat Sophie geschrieben, dass sie noch Dev Kits gekauft hat für die Wii und für die Wii U. Hat sie günstig bekommen, aus UK scheinbar. Da kann ich nichts zu sagen. Ist aber grundsätzlich cool, so ein Dev Kit für eine Konsole zu haben. Selten und tatsächlich bestimmt spaßig damit rumzuspielen. Last but not least gab es einen PlayStation TV, damals für 71 Euro und sogar noch mit einem SD-Kartenadapter, also sprich die gemoddete Version. 71 Euro, cooler Kurs, die Dinger gehen ja heute so ab 100 oder auch mehr los. Von daher, Sophie, einige sehr coole Schnapper, die Shopping Queen, ja? Mega. Weiter geht's mit Marvin. Und nennen wir die Geschichte Marvin aus Berlin und die Liebe zu Importen. Marvin hat mir eine riesenlange Liste geschickt. Ich habe mir zwei Highlights rausgesucht. Er schreibt direkt, Mensch, besonders interessieren mich exotische und rar physische Games. Und wir reden jetzt nicht von Limited Run. Und so hat er zum Beispiel, und das habe ich tatsächlich noch nie gesehen, cooles Teil, ein Sherlock Holmes Chapter 1 für die PS5 für 45 Dollar geschossen, inklusive Porto. Und das ist scheinbar nur in Korea erschienen. Und hat aber eine englische Sprachausgabe und deutsche Untertitel. Ey, habe ich nicht gewusst, dass es das gibt. Er sagt weiterhin, wer Sherlock mag, dem wird dieses Spiel sehr gut gefallen. Ey, cooler Tipp, Sherlock Holmes in Korea. Crazy. Der zweite Import vom lieben Marvin spielt sich auf der PlayStation 4 ab. Und zwar handelt es sich um die Atari Flashbacks. Und jeder, der jetzt sagt, ey Lars, Atari Flashbacks, Import what? Jupp, es handelt sich um Volume 3. Und die ist, soweit ich weiß, gar nicht erst in Europa erschienen. Ist demnach auch in Amiland nicht ganz so günstig. Und er hat hier 30 Dollar bezahlt. Der Deal sagt, er ist von 2020. Ich habe mal nachgeforscht, preislich passt das schon. Ist eher ein bisschen teurer heutzutage. Und wie gesagt, das Ding gibt's bei uns nicht. Und cooler Kurs, cooler Import. Ich mag solche skurrilen Sachen ja auch ganz gerne, die du nicht an jeder Ecke bei uns findest, im GameStop oder wo auch immer, sondern wo du ein bisschen gucken musst. Wie gesagt, Atari Flashback Volume 3. Aber den Sherlock, den fand ich noch ein Stück geiler. Danke für diese Einsendung. Jan hat den Schnapper des Jahres gemacht. Ich würde fast sagen, des Jahrhunderts. Lass uns vorne anfangen. Der liebe Jan hat 4 Spiele bei eBay Kleinanzeigen für ganze 40 Euro gekauft. Und jetzt zeige ich euch mal das Bild. Jo, Dachmann ist ja eins quasi schon 40 Euro wert, wenn nicht sogar mehr. Er schreibt weiter, es waren nur Abholungen. Die Teile waren aber alle in Tutti Completti und in sehr schönem Zustand. Hey, und für 40 Euro diese 4 Titel, das ist tatsächlich ein absolut krasser Megaschnapper. Herzlichen Glückwunsch dazu, Jan. Dein Schnapper des Jahres, absolut gut. Sebastian hat es ein bisschen anders gemacht. Ich sage mal, Video killed the E-Mail Star. Sebastian hat uns direkt ein Video von seinen Schnappern geschickt. Das finde ich natürlich besonders cool. Mats ab, lass uns mal sehen, was du Tolles bekommen hast. What's up, Lario? What's up? Lario ist Zuschauer. Schnapper der Woche. Der Schnapper der Woche für mich ist eigentlich schon 2 Wochen her. Es gab 104 PS3-Spiele für 105 Euro. Da waren natürlich die Assassin's Creed, Call of Duty und WrestleManias dieser Welt alle versammelt. Allerdings gab es auch ein paar schöne Perlen für die Sammlung. Zum Beispiel Williams Pinball Classics. Relativ teuer geworden mittlerweile. Wipeout Fury. Mega Drive Collection. Was mich besonders gefreut hat, Tales of Symphonia Chronicles. 2x Ratchet & Clank. Und Sega-Klassiker auf der PS3, Sonic, sowie Spyro, was mittlerweile auch irgendwie seinen Preis hat. Frisch von gestern gab es dann auch noch so 2 eBay-Kleinanzeigen-Schnapper. Nachdem ich Urlaub hatte und die Flohmarkt-Saison vorbei ist, habe ich mir gedacht, schau doch mal bei Angeboten nur zum Abholen hier in der Gegend. Und bin als erstes auf das hier gestoßen. Buzz Quiz World, komplett in der großen Big Box OVP. Natürlich mit allen 4 Buzzern im
wunderschönen Zustand. Inklusive Spiel, Täschchen und der Dongle, ganz wichtig, war natürlich auch dabei. Das Ganze für 8 Euro, was echt ein schöner Preis ist und ein Upgrade zu meiner OVP-losen Variante. Und dann gab es noch den Schnapper, auch gestern abgeholt, der mich am meisten freut. Ein Nintendo 64 Bundle. Und zwar beinhaltete das 20 Spiele. Natürlich haben wir da auch unsere, naja, ich würde jetzt nicht sagen Shuffleware dabei, aber NBA, Pilot Wings, irgendwas Baseball, irgendwas Snowboard und so weiter. Unausweichlich FIFA darf natürlich auch nicht fehlen. Aber da waren auch ein paar richtig schöne Spiele dabei. Unter anderem Smash Bros. Mario 64. Diddy Kong Racing, das für manche sogar über Mario Kart steht. Pokémon Snap. Donkey Kong 64. Pokémon Stadium. Und Toy Story 2, um so ein bisschen die Highlights zu nennen. Wie gesagt, 20 Spiele. Ich habe dafür 200 Euro bezahlt. 20 Spiele, 200 Euro, also 10 Euro pro Spiel. Wobei nicht ganz, denn in dem Paket war noch was anderes drin, was ich eigentlich haben wollte. Nämlich dieses formschöne und funktionierende N64 in der Pikachu-Edition. Inklusive passendem Controller. Da ist der Stick leider ein bisschen ausgelutscht. Da muss man mal reparieren. Wie gesagt, das war eigentlich mein Highlight. Ne? 20 Spiele, Pikachu N64 für 200 Euro. Das Beste war dann noch, als ich mit der Dame so ein bisschen geschnackt habe, weil ich es abgeholt habe, meinte sie, ah, ich habe hier noch so ein paar Sachen, die würde ich in Elektroschrott werfen. Aber wenn Sie ja Sammler sind, vielleicht können Sie ja was damit anfangen. Und kam raus mit PlayStation 2 Controller, ein PlayStation 2 SingStar Mikros, die kabelgebundene Variante. Und auch dieser PS1 mit dem wunderbaren Dustcover, was eigentlich fast schon mein Highlight war bei den Sachen. Noch eine PS1, die sind alle ein bisschen dreckig, aber hey, ich habe der Dame da noch 10 Euro mehr gegeben und fand ich ganz lustig. Also das war definitiv ein richtiger Schnapper und ein richtig guter Deal. Bye, bye. Coole Deals, aber hey, noch cooler, dass du es mir direkt als Video geschickt hast, sodass wir es mit allen Leuten ja, teilen können, ja? Cool gemacht, coole Deals, was will man mehr? Sebastian killed the E-Mail-Star. Jawohl, ja. Last but not least habe ich Milan. Und für Milan habe ich gleich zwei DIN A4 Seiten gebraucht, weil der hat nicht nur eBay Kleinanzeigen gerockt, auch noch den Flohmarkt und das alles scheinbar irgendwie an einem Wochenende und ein paar Tage danach. Milan, alter Verwalter, was bei dir abgegangen ist, Respekt. Ich lese mal vor. Die schwarze Wii in OVP gab es auf dem Flohmarkt für 20 Euro. Die hat meine Frau mitgenommen, nachdem ich wohl zu früh am Morgen schon danach gefragt habe. Ja, das kann schon mal passieren. Ich kenne das auch, ne? Wenn ich ganz früh auf dem Flohmarkt unterwegs bin und dann frage, da sind die Leute teilweise echt zurückhaltend und dann hat man vielleicht ein bisschen mehr Glück, gerade wenn man dann seine Frau vielleicht auch dahin schicken kann, die dann später fragt. Cooler Deal, Zustand ist soweit sehr gut, alles komplett mit Anleitung, Türen und alles funktioniert perfekt. Nicht schlecht für ein Zwanni. Dann die drei PSP-Spiele habe ich jeweils für 4 Euro bekommen. Nice. An einem Stand gab es die 3DS-Spiele und Alice für die PS3, auch ein sehr gutes Spiel, für je 5 Euro. Da machst du nichts, Alice ist ja alleine. Wo liegt das mittlerweile bei 30, 35, wenn nicht sogar 40 Euro? Klasse Deal. Dazu gab es noch das kleine Wii U Fitmeter für 1 Euro. Ja, das kann man absolut machen. Und das Highlight war dann das Game Gear. Und hier steht, ungelogen, das Game Gear gab es für 2,50 Euro. What? Er schreibt weiter, Spiele sind alle in Top-Zustand. Das Game Gear war, wie von der Verkäuferin gesagt, defekt. Was ist defekt bei einem Game Gear? Richtig, in 90% der Fällen sind es die Kondensatoren. So auch hier bei Milan. Und der hat die dann für 7 Euro halt ersetzt. Und das Ding läuft, ja, richtig, richtig nice. Er sagt, nach 30 Minuten waren die alten Kondensatoren gegen die neuen ausgetauscht. Jetzt funktioniert alles top.
Mega, ja. 2,50 plus 7,50 Euro und 30 Minuten Arbeit. Richtig klasse Deal, ja. Game Gear siehst du auch nicht so häufig. Weiter geht's. Wie gesagt, der Milan hat ein bisschen mehr gekauft. Das PS3 Slim Bundle gab es für 100 Euro von eBay Kleinanzeigen und es stand nur zur Abholung drin. Dazu gab es vier Motion Controller, zwei Funk SingStar Mikros, zwei normale Controller, eine USB-Erweiterung, Kamera und 16 Spiele. Hey, für 100 Euro. Die Konsole habe ich komplett gereinigt und neue Wärmeleitpaste aufgetragen. Alles top, schön leise und nun wieder kühler. Die Spiele sind jetzt gemischt, von Schlag den Raab bis Red Dead Redemption ist alles dabei. Soweit alles komplett. Was hier äußerst interessant war, da stimme ich dir zu, waren die vier Motion Controller und die zwei Wireless Mikros. Ich meine, so ein Move Controller, was kostet so ein paar derzeit? 50 Euro die Ecke, meine ich. Könnt mich irren. Und SingStar Mikros in Schnurlos liegen doch mit Sicherheit bei was? 35, 40 Euro. Damit, hey, krass guter Deal. Er ist auch immer noch nicht fertig. Am Tag zuvor gab es ein PSP-Bundle. Ebenfalls eBay Kleinanzeigen. 40 Euro mit 19 Spielen und dem Netzteil. Zustand der PSP ist als neuwertig zu betiteln. Akku hat fast volle Kapazität, keine Kratzer auf dem Display. Auch wenn es sich nur um die Street handelt, passt das schon ganz gut. Das sehe ich absolut genauso. Auch hier sind die Spiele absolut gemischt. Leider fehlt bei einem Spiel das Cover und teilweise vergilbte Hüllen. Klar, dafür war God of War und Tekken mit dabei. Und ganz ehrlich, 40 Euro für eine PSP in so einem sehr geilen Zustand und dann noch was, 19 Spiele dabei. Mega. Mensch, Milan, wir müssen mal zusammen losziehen. Mal eBay Kleinanzeigen. Nach dem ganzen Flohmarktstress, schreibt er, das kann ich mir vorstellen, gab es über Kleinanzeigen noch drei PS3-Bass-Spiele mit den Funkbuzzern für 35 Euro. Die haben wir gerade erst bei Sebastian gesehen, der hatte die ja auch bekommen oder ein ähnliches Set bekommen. 35 ist aber auch hier mega fair. Die Funkbuzzer, keine Ahnung, 20, 25 sind die doch locker. Wenn nicht sogar 30 plus die drei Spiele. Top Deal und Milan, damit hast du echt abgeräumt. Das waren einige Schnapper. Nice. Wenn euch dieses Format gefallen hat, lasst es mich gerne da unten in den Kommentaren wissen. Und hey, wenn auch ihr einen Schnapper habt, den ihr gerne mit der Community teilen wollt, schickt mir eine Mail und vielleicht seid ihr im nächsten Schnappergeschichten der Community mit dabei. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Schön, dass du bis zum Ende dabei warst. Bleibt bitte gesund und wir sehen uns schon bald zu einem neuen Video. Bis dahin, euer Lario.